Willkommen bei Teil 2 unserer Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich, dass Sie wieder auch hereingeschaltet haben für unsere nächste Vorlesungssitzung. Wir haben heute einiges vor, aber zunächst vorneweg noch als kleiner Rückblick zur letzten Woche die Einordnung der pädagogischen Psychologie, wo wir die Lehr-Lernprozesse ins Zentrum gestellt haben, die allerdings eingebettet sind in den allgemeinen Kontext von Unterricht und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir werden uns von diesem großen Konzept jetzt in dieser Sitzung einige spezielle Aspekte genauer heraussuchen. Allerdings, da vielleicht einige von Ihnen sich im Laufe der letzten Woche entschieden haben, neu in unserer Veranstaltung dabei zu sein. Noch einmal die Erinnerung, dass Sie viele allgemeine Informationen zur Vorlesung sowie den Kursübersichtsplan auf ILIAS finden. Wenn Sie Studierende der Universität Tübingen sind, dann schreiben Sie unserem Vorlesungsteam. Wir werden Ihnen auch da die Passwörter zu senden, beziehungsweise das Passwort wird auch ebenfalls im Zoom-Chat, den wir hier parallel am Laufen haben, auch noch einmal vorgegeben. Falls Sie via YouTube sich dazugeschaltet haben, willkommen. Wir müssen uns überlegen, wie wir das genau machen mit den Folien, weil ich habe ein bisschen die Rückmeldung gekriegt, dass die Folien etwas unscharf waren und wir sind hier in Kooperation mit dem Zentrum für Medienkompetenz, überlegen wir gerade, wie wir das gut lösen, weil auf der einen Seite wollen wir eine gute Präsentationsqualität für Sie hier in der Vorlesung live via Zoom haben, auf der anderen Seite ebenfalls brauchen wir eine hohe Qualität der Folien für unsere YouTube-Aufzeichnung. Wir explorieren dies jetzt noch in den nächsten ein, zwei Sitzungen. Wir haben jetzt für heute auch einige Veränderungen vorgenommen. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Und wir haben auch dieses Mal am Ende der Vorlesung so ein Formular, wo Sie anonym auch Feedback und auch weitere Verbesserungsvorschläge auch geben können, weil wir wollen, dass wir diese Veranstaltung für Sie so ideal und so optimal wie nur irgendwie möglich auch gestalten. Was wir ebenfalls gesehen haben, im Zoom-Chat letzte Woche, viele gute Fragen, viele gute Anmerkungen. Das freut mich wirklich sehr. Und zwar, was mich noch mehr freuen würde, ist, wenn Sie diese Fragen in unserem Piazza-Forum stellen würden, weil das halt zwei Vorteile besitzt. Zum einen können diese Fragen auch noch nach dieser Vorlesung einsehbar sein und auch beantwortbar bleiben. Und auf der anderen Seite, wenn Sie quasi neue Themen erstellen, können Ihre Mitstudierenden dann auch wesentlich einfacher dann auf diese Fragen antworten. Wir haben bei Piazza verschiedene Vorlesungstags. Sie sehen das quasi, Vorlesung 1 bis Vorlesung 2, 3, 4, 5 und so weiter. Bitte verwenden Sie halt die jeweiligen Vorlesungstags für die jeweilige Vorlesung. Und genauso, wenn Sie organisatorische Fragen haben, wir haben da auch so ein organisatorisches Fragenfeld. Und Sie werden sich schon vielleicht gewundert haben, Bilder für die Vorlesung, was ist das? Und zwar, wir werden verschiedene Breakout-Rooms auch jetzt während der Vorlesung machen. Und bei diesen Breakout-Rooms ist es so, dass für YouTube dann natürlich kein YouTube-Video in den Breakout-Rooms zu sehen sein wird. Allerdings müssen wir ja irgendetwas zeigen. Und
da bietet es sich, glaube ich, an, schöne Bilder von ihren Tieren beispielsweise, wenn sie die der Weltöffentlichkeit präsentieren wollen, diese Bilder dann auch dann hochzuladen. Alright, so viel zum Organisatorischen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, stellen Sie das in das Zoom Chatfenster. By the way, ich habe meinem Administrationsteam vollen Zugriff gegeben. Das heißt, Sie werden da auch eventuell gemutet, falls Sie Ihr Mikrofon einfach noch anhaben. Und genau, so viel zur Organisation und jetzt geht's mit dem Thema auch los. Also, was wir uns heute insbesondere anschauen wollen, ist die Beziehung zwischen den Begriffen Entwicklung, Sozialisation und Lernen. Wir wollen uns ebenfalls anschauen, welche Lerntheorien es gibt und dabei insbesondere Lernen als Verhaltensänderungen als eine der wichtigen und der klassischen Lerntheorien. Sie werden auch schon wahrscheinlich im Verlauf Ihres Lebens viele Sprichwörter, viele Alltagsvorstellungen gehört haben zum Thema Lernen, wie so etwas wie, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Oder auch irgendwelche stereotypischen Sachen, dass insbesondere das weibliche Geschlecht eher in der Erziehungsrolle gesehen wird, geschlechterspezifische Normen und Richtlinien. Wir werden uns das im Verlauf der Veranstaltung noch genauer anschauen. Wie grenzen sich die Begriffe voneinander ab? Was wir sehen, ist, dass es Veränderungen beschreibt. Dabei beschreibt die Entwicklung eine zeitlich überdauernde Veränderung der Person, die durch nicht normative Einflüsse vor allem ausgelöst wird. Während im Vergleich dazu Lernen relativ dauerhafte Veränderungen des Wissens einer Person bezeichnen, die sich vor allem aufgrund von Erfahrungswerten ausdrückt. Im Vergleich dazu, zu den vorherigen Begriffen Entwicklung und Lernen, die sehr personenbezogen sind, wird bei der Sozialisation die Prozesse in den Mittelpunkt gestellt, die dafür notwendig sind, damit eine Person Mitglied der Gemeinschaft wird. In Bezug zum Themenbereich der Entwicklung, es gibt dort viele verschiedene theoretische Ansätze, die die Entwicklung von Menschen beschreiben. Psychodynamische Entwicklungstheorien wie von Freud oder von Erikson, psychobiologischer Ansätze. Und was vor allem dabei wichtig und hervorzuheben ist, ist es, dass die menschliche Veränderung wirklich als lebenslanger Prozess auch zu sehen ist. Während wir in der pädagogischen Psychologie auch vor allem interessiert daran sind, die interindividuellen Unterschiede in diesen Entwicklungsverläufen zu beschreiben und auch in gewisser Weise zu verstehen und auch eventuell vorherzusagen. Dabei schauen wir uns vor allem drei Funktionsbereiche an, sowohl neurologisch, körperlich, kognitiv und sozioemotional. Okay, Sie werden sehen, auf diesen Folien stehen sehr viele Informationen und es ist auch teilweise wieder etwas unscharf. Ich würde Ihnen sehr stark empfehlen, die Folien, die wir ja auf
Ilias und Greatcraft auch vor jeder Sitzung hochladen, dass sie sich quasi die Folien selbstständig vorher herunterladen und parallel zu der Vorlesung mitlaufen lassen. Das nur als kleiner Hinweis. In Bezug zur Sozialisation, eines der großen Modelle, was dort viel auch viel verwendet wird, worauf viele Forscher Bezug nehmen, das ist das Modell der Systemtheorie nach Bronfenbrenner, welches wirklich die Person in das Zentrum stellt, die Person als Mikrosystem und dabei die verschiedenen wechselwirkenden Interaktionen der einzelnen Aspekte, die wirklich maßgeblich zur Sozialisation einer Person notwendig sind, darstellt. Das wird in diesem Modell vor allem auf drei Ebenen bezeichnet, sowohl das Mikrosystem, also die Person selber, dann im Mesosystem familiäre Einflüsse beispielsweise, dann eine weitere Ebene hinaus, das Exosystem, beispielsweise der Arbeitsplatz oder fernere Bekannte oder Verwandte. Und dies wiederum ist im sogenannten Makrosystem eingebunden, wie beispielsweise gesellschaftliche Normen und andere Einflüsse, die dies beeinflussen. Und dies ist auch jetzt nicht statisch zu sehen, sondern in dem Chronosystem über die Zeit hinweg auch zu sehen. Wenn wir uns jetzt kognitionspsychologisch anschauen, wie kognitive Entwicklung eines Kindes oder eines Menschen allgemein passiert, da ist es eine sehr weit verbreitete Theorie nach Piaget, die aussagt, dass die kognitive Entwicklung vor allen Dingen dadurch durch zwei essentielle kognitive Prinzipien vonstatten geht. Und zwar zum einen dem Prinzip der Assimilation, also wenn Menschen bereits ein bestehendes kognitives Schema haben und dann etwas Neues entdecken, etwas Neues sehen, dass sie dann dieses kognitive Schema darauf anwenden, auf ein noch neues und unbekanntes Objekt. Und wenn dieses Objekt quasi in dieses Schema hereinpasst, dann wird dieses Objekt in das bestehende System assimiliert. Wenn allerdings beispielsweise von den Eltern oder von Verwandten oder von anderen Einflüssen der Umgebung gezeigt wird, okay, dieses neue Objekt, das passt irgendwie nicht in die Schemata herein, dann muss das bestehende Schema verändert werden und es muss ein neues Schema entwickelt werden. Und dieser Prozess wird als Akkumulation bezeichnet. Und dabei ist quasi so mit einer der Grundannahmen, dass sich diese kognitiven Schemata fortwährend im Verlauf der Entwicklung weiterentwickeln und dass die verschiedenen Stufen, die ein Mensch im Verlauf seines Lebens durchläuft, durch die individuelle Reifung als auch die
Interaktion von der Person mit ihrer Umwelt dann durchlaufen werden. Zu diesen Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget, die werden im Regelfall den folgenden Altersstrukturen zugewiesen, wie Sie das auch hier sehen können, und unterscheiden sich in dem sensomotorischen Stadium präoperational, konkret operational und formal operational. Und für jede dieser verschiedenen Stadien sehen Sie, wie die Schemata, die entwickelt werden im Verlauf der kognitiven Entwicklung, was da quasi zentrale Merkmale für diese Stadien beinhaltet. Sehr wichtig dabei ist auch vor allem der Aspekt, und das will ich da auch noch einmal betonen, der Person-Umwelt-Interaktion. Also dass die Individuen mit der Umwelt interagieren, damit sie während der kognitiven Entwicklung in diesen verschiedenen Stufen und Stadien auch voranschreiten. Okay, zum Lernen, also wir haben uns gerade so die Sozialisation betrachtet, vor allem. Zum Lernen gibt es ebenfalls viele verschiedene Wege, wie das Lernen allgemein beschrieben wird. Sie werden auch da sicherlich sehr viel auch schon gesehen haben, auch ihrer eigenen Definitionen vom Lernen haben. Wie wir das in der pädagogischen Psychologie definieren, ist, wie Sie hier sehen, beschrieben. Und was dabei halt besonders wichtig ist, ist, dass Sie dabei das Lernen explizit abgrenzen von einer biologisch-genetisch gesteuerten Reifung, beziehungsweise dass Sie von vorübergehenden Verhaltensänderungen ausgehen. Also es ist wirklich die beabsichtigte dauerhafte Veränderung im Wissen und Verhalten von Personen, welches als Lernen bezeichnet wird. Wie man Lernen beschreibt, dazu gibt es viele verschiedene Lerntheorien, die verschiedene Grundannahmen stellen, wie das Lernen und wie Lernprozesse beschrieben werden. Es wird dabei in der Regel zwischen diesen fünf größeren Kategorien von Lerntheorien unterschieden, sowohl die behavioristischen Lerntheorien, die insbesondere die äußeren Einflüsse betonen, sozial-kognitive Lerntheorien, die Interaktion mit der sozialen Umwelt in den Vordergrund stellen, Informationsverarbeitung, insbesondere in Bezug auf das Gedächtnis, dann kognitiv-konstruktivistisch, also wie Lernen und Verständnis selber konstruiert wird, sowie sozial-konstruktivistisch, was ebenfalls mit der Lernkonstruktion des eigenen Wissens allerdings in sozialer Interaktion in den Vordergrund stellt. Wir schauen uns jetzt vor allem die behavioristischen Lerntheorien an. Allerdings möchte ich Sie vorher dazu einladen, in einem Breakout Room zu betrachten das folgende Szenario. Sie sind in einer Lehrsituation und
Eine Person fällt durch viele Zwischenrufer auf. Wie würden Sie in dieser Situation vorgehen? Okay, ich stecke Sie jetzt in verschiedene Breakout Rooms und wir sehen uns dann in so zwei, drei Minuten auch wieder. Alles klar, viel Spaß. Moment.
Okay, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich glaube, Sie hatten wirklich viele spannende Ideen, wie man das auch oder wie Sie reagieren würden. Wirklich sehr gut. Wir werden mal sehen, inwieweit Ihre Vorschläge mit verschiedenen Theorien übereinstimmen. Im klassischen Konditionieren, da ist die universellen Prinzipien davon ist es, dass Lernen als sichtbare Verhaltensänderung gesehen wird. Also dass sie klare Reiz-Reaktions-Prozesse haben. Und was man nicht sehen kann, ist auch nicht Bestandteil dieser Theorie. Also es ist wirklich, dass Lernen als Erfahrung auch dargestellt wird und man es auch wirklich direkt sichtbar sehen kann. Eine weitere Annahme ist es davon, dass Lernen bei Tieren und bei Menschen ähnlich funktioniert. Weil viele von diesen Versuchen zum klassischen Konditionieren quasi mit Tieren zu Beginn entwickelt wurden. So der Vater vom klassischen Konditionieren, Iwan Pawlow, der Pawlowsche Hund, der Begriff sagt Ihnen vielleicht etwas, hat verschiedene Experimente gemacht, um zu betrachten, wie Assoziationen zwischen Reizen und eine Reaktion hervorgerufen werden kann. Und dabei ist es so, dass die Organismen, also jetzt in dem Fall der Hund beispielsweise, lernt auf ein eigentlich unbedeutendes Signal zu reagieren, um dann eine gewünschte Reaktion auch zu zeigen. Es gibt auch dazu wirklich viele verschiedene spannende Videos. Ich kann Ihnen nur empfehlen, da auf YouTube auch zu gehen. Wir können das Video Ihnen jetzt nicht leider zeigen, da wir dann eventuell selber Copyright Strike werden und das wollen wir logischerweise nicht. Aber oder Blogposts. Sie können auch wunderbar diese Experimente in einem eigenen Blogpost auch selber beschreiben, wenn Sie beispielsweise Ihre, ich wollte jetzt zunächst sagen, Ihre Mitmenschen klassisch konditionieren, aber Ihre Haustiere beispielsweise da so ein ähnliches so eine ähnliche Lernsequenz aufbauen wollen. Wie funktioniert das also? Ist es so, wir haben zunächst einen unkonditionierten Stimulus, wie beispielsweise Fressen für den Hund und eine unkonditionierte Reaktion. Und vor der Konditionierung ist dann auch ein neutraler Stimulus, wie beispielsweise eine Glocke, da die wirklich überhaupt keine Reaktion hervorruft. Also unkonditioniert, das Essen ruft eine biologische Reaktion in dem Hund hervor. Diese Verbindung ist schon da, aber die Verbindung von dem neutralen Stimulus von der Glocke ist noch nicht vorhanden. Wenn man jetzt in der Konditionierungsphase das Glockendeuten, also den neutralen Stimulus mit dem unkonditionierten Stimulus wiederholend zur gleichen Zeit auftreten lässt, dann ist es so, dass von der zunächst noch unkonditionierten Reaktionen während der Konditionierungsphase. Dann nach der Konditionierung ist sogar möglich ist, dann den vormals neutralen Stimulus, der konditioniert wurde, nur zu verwenden, sodass der Hund dann sogar schon nur beim Glocken
Leuten, die biologische Reaktion wie Speichelfluss dann zeigt. Spannendes Prinzip. Und sie sehen halt wirklich, dass diese Reizreaktionskonditionierung sich auch wirklich gut auch zeigen lässt. Dabei ist es spannenderweise weniger wichtig, dass dieses Zusammentreffen vom neutralen Stimulus und dem nicht zeitlich und räumlich gleichzeitig erfolgt, sondern ist es wesentlich wichtiger, dass diese Reizreaktion Kopplung wirklich zuverlässig auch geht. Also dass diese Verbindung von der Glocke als neutralem Stimulus zum Fressen wirklich auch konsequent jedes Mal auch passiert. Je zuverlässiger das ist, desto besser wird der neutrale Reiz diese Verbindung wird dann aufgebaut. Prinzipiell ist es so, es kann mit einer Glocke funktionieren. Wenn es ähnlich genug ist, dann würde es auch vielleicht mit einer Türglocke funktionieren. Also in gewisser Weise ist es ebenfalls generalisierbar. Und wenn Sie so ein Verhalten beispielsweise wieder entfernen wollen, dann wäre es so, dass Sie dann diesen konditionierten Reiz ohne den unkonditionierten Stimulus erfahren. Also Sie werden beispielsweise, wenn Sie einen Hund großziehen, hier mit diesem Klickertraining beispielsweise als ein möglicher Anwendungsbereich. Und genauso können Sie auch eine gewisse Gegenkonditionierung machen, wenn Sie einen neuen unkonditionierten Reiz mit einer konditionierten Reaktion paaren. Ja, welche Beispiele fallen Ihnen denn so zu diesem Prinzip denn noch weiter ein? Wir machen wieder eine kleine zweiminütige Breakout-Session mit neuen Breakout-Rooms. Viel Spaß! Okay, genau. Also wir haben da wirklich viele verschiedene Beispiele gesehen. Ein klassisches Experiment ist auch das Experiment vom kleinen Albert, dem eine
Phobie trainiert, antrainiert wurde. Und da kommen wir auch, glaube ich, wieder so ein bisschen ins Territorium, von wegen, was ist ethisch vertretbar, welche Forschung kann gemacht werden, ist allerdings nicht so gut. Also wenn Sie das selber für Ihren Blogpost machen, machen Sie das bitte nicht bei Ihren kleinen Geschwistern als ein Beispiel. Aber es gibt auch noch viele andere Bereiche wie Werbung, Psychotherapie, Nahrungsmittelaversion, Schulfächer, Mathematik beispielsweise, viele Anwendungsbereiche, wo Sie auch im Verlauf Ihres Lebens oder auch wo jeder Mensch wirklich im Verlauf des Lebens in gewisser Weise mit den Prinzipien vom klassischen Konditionieren gewisse Reaktionen dann auch zeigte. Die zweite wichtige Theorie zum Lernen als Verhaltensänderung ist das operante Konditionieren. Wieder, es gibt super viele spannende Videos hier von Big Bang Theory. Ich kann Ihnen nur empfehlen, laden Sie sich die Folien herunter, klicken Sie auf den Video-Link. Wirklich spannend. Der Unterschied vom klassischen zum operanten Konditionieren ist, dass beim klassischen Konditionieren wirklich nur die Reizreaktion Verbindung gesehen wird, während wir beim operanten Konditionieren gewisses Verhalten verstärken wollen oder gewisses Verhalten, dass wir bei gewissen Verhalten wollen, dass es weniger häufig auftritt. Und das ist wieder hier als eine der Grundannahmen, dass das, was wir in Tieren sehen, ebenfalls auch als Mensch in gewisser Weise sehen. Und dass Organismen lernen, wenn Verhalten Konsequenzen hat. Der wichtigste Vertreter vom operanten Konditionieren, BF Skinner ist wirklich so, dass er dieses Modell entwickelt hat, was sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es sehr assoziativ gestaltet wird. Also dass die Konsequenzen auf das Verhalten, was man zeigt, zu einem Aufbau einer Assoziation führt. Und dabei ist es so, dass wir eigentlich unterbewusst wirklich sehr viele Prinzipien davon auch jederzeit verwenden. Also, dass wir Verhalten, was positiv verstärkt wird, beispielsweise, wenn Sie auf Piazza eine Reading Reaction schreiben und da einen positiven Kommentar zu kriegen oder sofort Punkte, die Ihnen auf Gradecraft gut geschrieben werden, dass dadurch Ihr Verhalten verstärkt wird, sodass Sie dieses Verhalten auch in Zukunft mehr zeigen. Es gibt vier Varianten, grob gesprochen, vom operanten Konditionieren. Die zwei Ebenen dafür sind das Hinzufügen eines Reizes beziehungsweise das Entfernen eines Reizes. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Verstärkung beziehungsweise die Bestrafung. Und wenn wir jetzt beispielsweise davon sprechen, dass wir etwas verstärken wollen, indem wir einen Reiz hinzufügen. Also wenn Sie beispielsweise eine Reading Reaction schreiben auf Piazza und die Punkte kriegen, also quasi eine positive Verstärkung erfahren, dann wird quasi Ihr Verhalten dabei auch verstärkt. Und genauso ist es halt bei den anderen vier Bereichen ebenfalls. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch für jeden dieser einzelnen Bereiche viele
Beispiele auch gut finden können. Wie beispielsweise hier so als ein Beispiel für diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon Kinder haben, wenn das Zimmer unaufgeräumt ist, wie kann man Kinder dazu bewegen, eine gewisse Reaktion zu zeigen, beziehungsweise wie sind da die Wirkungsmechanismen? Und auch genauso, wenn die sich jetzt etwas daran zurückerinnern, was sie zu Beginn dieser Veranstaltung in ihren Breakout Rooms besprochen haben, zur Verhaltensveränderung in der Schulklasse bei dem störenden Schüler. Also es gibt dort halt auch wieder verschiedene Varianten, wie sie das operante Konditionieren anwenden können, um gewisse Reaktionen auch hervorzurufen. Also beispielsweise, wenn sie einfach nicht darauf reagieren, beispielsweise. Das wäre jetzt eine Minusbestrafung, wodurch sie dieses Verhalten verringern wollen, beispielsweise. Oder als eine weitere Möglichkeit, dass sie das positive Verhalten für von anderen Schülerinnen und Schülern, die quasi das gewünschte Verhalten zeigen, positiv bestärken. Das ist wieder, was wir auch vorhin gesehen haben mit den entgegengesetzten Reizen auch ein wenig. Und auch logischerweise positive Bestrafung als Hinzufügen von negativen Reizen. Aber natürlich bei vielen Theorien in der pädagogischen Psychologie allgemein, aber auch insbesondere jetzt für diese Lerntheorien vom operanten Konditionieren oder von behavioristischen Lerntheorien im Allgemeinen, stellen sich natürlich auch die Fragen, was sind die Grenzen? Inwieweit kann man beispielsweise das, was wir an Tierversuchen alles entwickelt haben, das auch wirklich auf Menschen übertragen? Beziehungsweise es geht halt wirklich davon aus, dass Lernen wirklich ein sehr beobachtbarer Vorgang ist, wo ein Reiz eine gewisse Reaktion hervorruft, aber das Leben ist wesentlich komplexer. Es gibt viele andere, weitere Dimensionen, die zu Verhaltensänderungen auch diese Verhaltensänderungen auch beeinflussen. Und die externe Validität von diesen Theorien ist dann sicherlich einer der Aspekte, den man auch wirklich kritisch zu hinterfragen hat. Auch dann ethische Fragen, klar. Und wir sehen ebenfalls, dass wenn wir uns die Forschungslandschaft betrachten, ja, in gewisser Weise einige Grundannahmen können auch bestätigt werden, aber die empirische Evidenz allgemein gesprochen für das Lernverhalten und das Lernverständnis ist nicht in jedem Bereich auch unbedingt gegeben. Die dritte Theorie zum Lernen als Verhaltensänderung, die auch sehr einen großen Anwendungsbereich darstellt, ist das Modelllernen, was auch wirklich aufzeigt die Grenzen vom klassischen Konditionieren. Ich würde Sie einladen, den Text auf der Folie dann quasi entweder das Video, wenn Sie das auf YouTube sich anschauen, einfach zu pausieren, jetzt um das zu lesen. Aber allgemein, es wird dort beschrieben, Fahrstunde kann man konditionieren auf komplexere Lebensverhältnisse anpassen. Beispielsweise, wie lernt man gut Autofahren?
Schwierig, schwierig. Also Sie merken, die Theorien haben gewisse Grenzen und Fragen, die man sich da auch gut stellen kann, ist, erfolgt Lernen wirklich nur, wenn es auch wirklich irgendwie positiv oder negativ verstärkt wird? Oder wie können halt solche komplexeren Prozesse auch wirklich erlernt werden? Und da gehen wir halt auch, oder da merken wir auch schon, inwieweit die behavioristischen Lerntheorien an ihre Grenzen stoßen. Und das Modelle lernen als sozial-kognitive Lerntheorie, die Interaktion von dem Individuum mit der Umwelt auch genauer betrachtet, bietet da gewisse Möglichkeiten, darüber hinauszugehen. Das klassische Experiment vom Modelllernen, was von Albert Bandura, Stanford-Professor, durchgeführt wurde, ist das sogenannte Bobo-Doll-Experiment. Ich habe das Ihnen hier auch wieder verlinkt, das können Sie sich dann wieder ansehen. Es dreht sich dabei vor allem darum, dass inwieweit Menschen über die Beobachtung auch wirklich mit anderen Personen lernen und inwieweit Personen mit Verhaltensweisen lernen können, wenn sie Verhaltensweisen von anderen Personen betrachten und sehen, inwieweit die Reaktion der Umwelt auf das Verhalten von anderen Personen, welche Konsequenzen das beinhaltet. Übrigens, Fun Fact, Albert Bandura, so mit einer der bekanntesten Psychologen, ist auch ein absolut lieber Mensch, der sich auch wirklich sehr viel Zeit nimmt für Fragen. Also irgendwie, bin in verschiedenen Forschungsteams früher gewesen an der University of California Irvine und unter anderem mit Jackie Eccles Achievement Value Theory. Wir werden da auch noch im Verlauf der Veranstaltung auch noch mehr darüber über die Theorie von Jackie Eccles hören und ist wirklich spannend quasi, wenn man also, man meint ja so die vielen Personen jetzt, die wir auch jetzt in der Veranstaltung schon gesehen haben, wie B.F. Skinner oder jetzt hier Albert Bandura oder wir werden auch noch viele andere wirklich bekannte Psychologen auch noch weiter kennenlernen. Das sind wirklich Menschen, so wie du und ich. Es gibt da, klar, die haben irgendwie beruflich viel erreicht oder was, aber es ist ein absolut normaler Menschen und ist es halt wirklich so, irgendwie in dieser Psychologie-Community ist es immer so gewesen, wenn irgendwer Fragen gehabt hat oder irgendwie eine neue Theorie entwickelt hat, was da auch oftmals gemacht wurde, ist quasi den Albert Bandura quasi anzurufen, um dann quasi die Theorien darüber zu reden und sich vorzustellen oder man ist halt nach Palo Alto halt gefahren, um sich mit ihm zu treffen und er hat sich auch wirklich für wirklich viele Leute richtig viel Zeit auch immer genommen. Also jetzt so mit der Corona-Krise nimmt er gerade weniger Besucher entgegen, aber naja, also es ist wirklich spannend, das alles zu sehen, aber nur so viel, dass sie auch quasi so ein bisschen die Personen hinter den Bildern auch kennenlernen. Das Experiment Bobo Doll ist, ich fasse es einfach kurz zu, es ist so, dass dort Kindern gezeigt wurde ein Video, wo eine Person auf eine Puppe quasi eingeschlagen hat und
dann hat die Person halt eine gewisse Konsequenz erfahren. Und je nachdem, welche Konsequenz die Person in dem Video erfahren hat, entsprechend hat die Versuchsperson, die das Video beobachtet hat, weniger aggressives oder mehr aggressives Verhalten auch an den Tag gelegt. Wenn wir uns das quasi als Modell jetzt betrachten, dann sehen wir, dass es nicht unbedingt vom Modelllernen her erforderlich ist, dass die Verstärkung, die beim Operanten konditionieren, beispielsweise für einen selber betrachtet oder erfahren werden muss, dass dies auch für einen beim Modelllernen wichtig ist. Also wir sehen, dass es dabei ausreichend ist, wenn Verhalten imitiert, wenn eine andere Person eine Konsequenz des Verhaltens gezeigt bekommt und dann wird dieses Verhalten der Modellperson imitiert. Über die Beobachtung, welche Konsequenz jeweils dieses Verhalten erfahren hat. Prinzipiell wirklich spannend. Sie können sich auch da, glaube ich, vielerlei Situationen vorstellen, wo Modelllernen dieses Grundprinzip auch einen guten Anwendungsbereich darstellt. Und ich würde Sie jetzt wiederum bitten, in einem zweiminütigen oder vielleicht dreiminütigen Breakout-Room verschiedene weitere Beispiele zu besprechen, wo Sie in Ihrem Alltag vielleicht Modelllernen gesehen haben, wo Sie sich das gut vorstellen können, wo vielleicht auch Schwierigkeiten liegen, mögliche Grenzen. Genau, 3 Minuten wieder verschiedene Breakout-Room-Gruppen. Ich recreate die hier mal. Ah, apropos, wenn Sie wollen, Sie können auf Piazza die Ergebnisse von Ihren Diskussionen mit dem jeweiligen Vorlesungstag logischerweise dann auch verschriftlichen. Darüber würde ich mich persönlich auch wirklich sehr freuen. Okay, alles klar, 3 Minuten, los geht's. Okay, während die Studierenden im Breakout Room jetzt gerade drin sind, will ich jetzt für Sie auf YouTube kurz erzählen. Sie sind mir logischerweise genauso wichtig wie die Studierenden hier der Uni. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das gut mit den Folien machen, weil ich kann Sie leider den Piazza-Foren oder auf Ilias, das ist quasi unser Lernmanagement-System. Ich kann Sie da leider nicht hinzufügen. Ja, ich glaube, ich werde die Folien zumindest von der Vorlesung auf meiner Website hochladen. Also Sie haben ja zu Beginn der Vorlesung quasi den Website-Link gesehen, wo Sie quasi diese verschiedenen Aufzeichnungen halt auch gesammelt anschauen können. Ich glaube, ich werde da auch noch ein zweites Fenster oder irgendwie ein zweites Feld machen, wo die Folien auch selber hochgeladen werden. Und dann können Sie da die Folien zumindest kriegen. Und logischerweise, ich möchte Sie dann natürlich auch dazu einladen, das Video zu kommentieren, da auch Fragen zu stellen. Und ich glaube, wir können auch da gemeinsam irgendwie eine gute Lösung finden, dass wenn Sie jetzt dieser Vorlesungsreihe folgen, da auch mehr Interaktion und auch mehr positive Lernerlebnisse dann auch erfahren werden. Genau, ja.
Okay, perfekt. Wie Sie auch wahrscheinlich besprochen haben, es gibt wirklich vielerlei Anwendungsbereiche, sei es die amerikanische Präsidentschaft oder Verhalten von der Person, von den Eltern. Ein großer Anwendungsbereich, wo diese Grundprinzipien vom Modelllernen auch unter anderem beobachtet werden können. Dabei besteht das Modelllernen aus verschiedenen Teilprozessen. Also wir haben uns den Beobachtungsprozess auch etwas genauer angeschaut. Was wir uns in der nächsten Veranstaltung genauer anschauen wollen, ist quasi, wie Informationen gespeichert werden, wie Informationen mental repräsentiert werden und dann auch die Reproduktion von Wissen, beziehungsweise wie Lehr- und Lernprozesse auch besser motiviert werden können, wie man das Lernen verbessern und auch verstärken kann. Also wir gehen quasi im Verlauf des Semesters jetzt noch viel mehr in die Details, in die Tiefe, damit wir auch besser verstehen, warum da manches von den Dingen, die wir von den Verhaltensänderungen, von den Wissenserweiterungen, die wir erfahren, wie man diese Prozesse auch verstärken kann. Okay, so viel für diese Woche. Ich möchte, wir wollen die Veranstaltung im Verlauf des Semesters besser machen. Ich würde Sie dazu einladen, dass Sie uns Feedback geben können, natürlich komplett anonym, wo Sie quasi beschreiben können, was wir noch weiter verbessern können, beziehungsweise was Ihnen auch schon gefallen hat und was wir auch behalten können. Denn wir wollen diese Veranstaltung logischerweise möglichst optimal für Sie gestalten. Und ich muss auch wirklich sagen, wir hatten 133 Beiträge auf Piazza von den Reading Reactions, auch viele Kommentare zu den Beiträgen. Sie schreiben wirklich super viele spannende Dinge. Man merkt wirklich, dass sie sich auch da mit der Literatur auch gut befasst haben. Und bleiben Sie dran. Also ich freue mich in jedem Fall weiter mit Ihnen durch dieses Semester zu schreiten. Alles klar, dann noch viel Spaß und Erfolg bei dieser Veranstaltungswoche. Auf Wiedersehen.